Als ich in unserem Dorf mit dem Kinderwagen umherfuhr, zu Schlecker ging, um Windeln zu kaufen, hatte ich nie einen Gedanken darüber, ob ich in einer falschen Rolle bin. Ich lebte einfach mein Leben und ich war gerne und wie selbstverständlich der Mann, der zu Hause blieb, die Kinder großzog und was alles dazugehört. Wo ich Spaß dran hatte, war, wenn ich mal einen Studierten traf, mich mit ihm über den freien Willen unterhielt, um zu erfahren, welche Argumentationsketten angeführt werden. Aber was mich wirklich nachdenklich macht, ist, dass es auf der Welt die christliche Religion gibt, sie aber keine weltbewegende Kommunikation anführt, die provokativste Botschaft von einem gekreuzigten Gott täglich in allen möglichen Zeitungen auf der ersten Seite zu platzieren. Gibt es einen solchen Gott, der die Botschaft verkündigt, dass er die Welt so geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gehabt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe, den Sohn habe? Gibt es solch einen Gott? Dann wirkt er doch bis in meine Küche hinein, in meine Mülltrennung, in meinen Vater und Ehemann, in mein Menschsein hinein. Und hat eine Wirkkraft, die mich, egal was ich tue und denke, beständig begleitet und Einfluss nimmt und hat. Diese Botschaft bestimmt doch dann jede Phase meines Lebens, jeden Gedanken, jede Handlung, jede Situation, in der ich mich befinde. Tja, und dann gab es dann doch einen Menschen in meinem Dorf, einen Geschäftsmann, der mich sah und mir zurief, er hätte Arbeit für mich, weil ich ja auf der Kasse lebte. Man könnte das Kind ja in den Kindergarten bringen, dann könnte ich für die Gesellschaft relevant sein. Ich habe situativ geantwortet, ich ziehe meine Kinder groß, bis die 18 sind, und dann gehe ich als Missionar nach China. Also ich habe so übersetzt meine Priorität gesagt, meine Wichtigkeiten. Die Aufgabe, die mir vor die Füße gelegt ist, und wenn diese Aufgabe erledigt ist und meiner nicht mehr bedarf, dann würde ich auch weiterhin die Wichtigkeit des Lebens leben. Und innerhalb der Erziehung war es natürlich ständig sehr erfreulich zu kommunizieren, zum Beispiel mit den Kindern, mit der Ehefrau, wie das Leben angelegt ist, welche Rolle dieser Gott darin hat. Das war natürlich integriert in dem Miteinander. Und auch beim Einkaufen bei Rewe oder im Internetcafé wird mir schon am Eingang entgegengeworfen, ach, da kommt ja der Pastor. Oder beim E-Center bemerke ich, dass die Kassiererin mich schon gesehen hat und sich innerlich auf den Austausch einer Liebeskommunikation freut. Und genauso, wenn ich krank war, ich hatte eine lange Zeit der Depressionen, gehörte Gott immer ganz dort mit hinein. Denn es gab keine Willkürlichkeit, keine Lebenssituation, die nicht von der Wirkkraft Gottes letztendlich gestaltet war, getragen war, geführt wurde, wenn wir von dem Gott der christlichen Religion sprechen. Der Mensch, ein Leib, den deine Hand so wohl bereitet, der Mensch, ein Geist, den dein Verstand dich zu erkennen leitet. Der Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis ist sich ein täglicher Beweis von deinem Güte und Größe.
dass Gott diesen Christus von den Toten auferweckt hat, das ist auch seine Botschaft, zeigt, dass seine Kreuzigung absolut unter der Regierung Gottes geschah. Dieser Gedanke fällt uns in unserer Sozialisation durch eine demokratische Ordnung schwer. Aber in der Pfingstpredigt des Petrus in Apostelgeschichte 2 wird viel tiefer gedacht, wenn er sagt, dass alle Menschen Jesus Christus gekreuzigt haben. Er spricht nicht in erster Linie von dem Regierungssystem der Römer, sondern er spricht von einem Volk, das ihre Gottesvorstellung nicht weiter fortwährend untersucht, revidiert oder festigen kann und er Gott in unserem Leben zum Zenit seiner Botschaft von Jesus dem Gekreuzigten offenbaren darf. Ich habe keinen Ehepartner bekommen, keine Kinder bekommen, nicht mein Leben bekommen, keine Fertigkeiten und Gaben bekommen, um es als Mittelpunkt, Inhalt der Lebensgestaltung zu haben. Und meine Gaben braucht Gott auch nicht. Aber mein Erscheinen meines Gegenübers, mein eigenes Erscheinen und all das, was darum drumherum vorhanden ist und zu begegnen ist, ist ein stetiger Beweis der Güte und Größe Gottes. So müssen wir reden, wenn wir von dem christlichen Gott sprechen, der Bibel, und konsequent von diesem Maßstab ausgehen, Gott, nicht von dem Maßstab, wie wir uns Gott vorstellen wollen. Wenn wir Gott wirklich zu Ende denken, dann werden wir auch feststellen, welche Relevanz wir für uns selber haben dürfen, vielleicht sogar für andere. Zu sonderbar, zu merkwürdig, oder? Mein Auge sieht.